Es gibt einige Grundbegriffe, die ihr drauf haben müsst, wenn ihr das Thema Steuern erfolgreich meistern wollt. Genau um diese soll es in diesem Video gehen. In der Videobeschreibung findet ihr die Timeline, wo die Zeitangaben zu den einzelnen Begriffen aufgeführt sind. Fangen wir jetzt aber mal an. Steuerzweck. Unter Steuerzweck versteht man die Gründe, weshalb Steuern erhoben werden. Davon gibt es drei. Der erste Zweck ist der Fiskalzweck. Dieser ist uns allen klar und ganz einfach zu verstehen. Der Staat will seine Ausgaben finanzieren. Ausgaben für soziale Sicherheit, Bildung, Verkehr und so weiter. Das haben wir schon in einem anderen Video etwas genauer angeschaut. Der zweite Zweck ist der Lenkungszweck. Hier möchte der Staat die Nachfrage eines Gutes durch Preiserhöhung künstlich reduzieren. Doch wieso sollte das der Staat tun? Es handelt sich hierbei um Produkte, welche die Gesundheit schädigen oder die Umwelt belasten. Beispiele dafür sind die Tabakscheuer, Alkoholsteuer oder die Mineralölsteuer. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass sich der Staat zusätzliche Einnahmen generiert, um dadurch die Kosten zu decken. Der letzte Zweck ist der Umverteilungszweck. Er dient als soziale Verteilung des Einkommens. Allgemein ausgedrückt nimmt man mehr Geld von den Reichen und verteilt es auf die Armen. Also eine Art Robin Hood-Prinzip. Da ist auch der Begriff Steuerprogression wichtig. Was das genau ist, erfahrt ihr in einem anderen Video. Steuerhoheit. Der Begriff Steuerhoheit lässt sich ganz einfach mit der Frage, wer erhebt die Steuer beantworten. Diese werden in der Schweiz auf vier Ebenen erhoben. Man unterscheidet deshalb die Bundessteuer, Kantonsteuer, Gemeindesteuer und die Kirchsteuer. Hier gibt es aber zwei Kriterien. Diese Steuern dürfen nur von staatlich anerkannten Kirchen verlangt werden, also keine Sekten. Und lediglich die Mitglieder einer Kirche, Dürfen besteuert werden. Steuerobjekt Der Begriff Steuerobjekt lässt sich ganz einfach mit der Frage, was wird besteuert, beantworten. Schauen wir uns Beispiele an. Was ist das Steuerobjekt bei der Einkommensteuer? Das wäre das Einkommen. Was ist das Steuerobjekt bei der Vermögenssteuer? Hier ist es das Vermögen. Was ist das Steuerobjekt bei der Mehrwertsteuer? Das ist etwas schwieriger. Hier sind es die Waren und Dienstleistungen, die verkauft werden. Steuersubjekt. Der Begriff Steuersubjekt lässt sich ganz einfach mit der Frage, wer schuldet die Steuer beantworten. Das kann dann eine natürliche Person, also eine Privatperson, oder eine juristische Person, also eine Firma sein. Um da einen klaren Kopf zu bewahren, und den Unterschied zu wissen, merkt euch folgendes: Ein Objekt ist etwas Lebloses, also eine Sache oder Geld. Ein Subjekt ist etwas Lebhaftes, also ein Mensch oder eine dynamische Firma. Steuerträger: Das lässt sich mit der Frage, wer trägt die Steuer, beantworten. Naja, hier ist es nicht ganz so klar. Um das einfach zu erklären, schauen wir uns am besten ein Beispiel an. Ihr geht in die Mikro einkaufen und bezahlt eure Einkäufe. Die Preise sind alle inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, ein Teil dieses Geldes wird an den Staat übermittelt. Das Steuersubjekt ist in diesem Fall die Mikro, weil sie die Steuer dem Staat schuldet. Der Träger dieser Steuer ist aber der Kunde weil er diese indirekt zahlt. Der Steuerträger ist also der, der die Steuern bezahlt, auch wenn er diese nicht direkt an den Staat überweist. So, das waren jetzt die wichtigsten Begriffe zu den Steuern.